Okay, ihr wollt wissen, was ihr wissen müsst, bevor ihr Jason Bourne seht? Also, es geht los. Alles beginnt damit, dass ich im Mittelmeer treibe, angeschossen, ohne Erinnerung. In meiner Hüfte steckt ein Bankcode und schon bin ich in Zürich und hole Agentenzeug aus einem Bankschließfach. Die Schurken des geheimen Regierungsprogramms Treadstone erfahren, dass ich lebe. Der deutschen Marie zahle ich $20,000, um mich nach Paris zu bringen, wo ich einen Killer mit einem Stift fertig mache. Er springt aus dem Fenster. Seine Entscheidung, haben alle gesehen. Nach einer irren Verfolgungsjagd fahren wir durch Frankreich. Ich erschieße Clive Owen und telefoniere mit Chris Cooper, um zu kündigen. Doch er will nichts davon wissen und ich muss zurück nach Paris, gerate in eine Schießerei und fliehe durchs Treppenhaus. Brian Cox lässt Chris Cooper töten und ich lande an einem Strand mit Marie. Ende gut, alles gut. Doch zwei Jahre später in Indien fliehe ich vor einem Russen, der mich umbringen will und Marie schließlich tötet. Ich bin super wütend, reise nach Berlin über Neapel und München, um Joan Allen zu sagen, dass ich unschuldig bin. Ich erinnere mich wieder, einen russischen Politiker umgebracht zu haben, aber zwinge Brian Cox zuzugeben, dass er dahinter steckte. Wie clever. In Moskau gestehe ich der Tochter des Politikers, dass ich ihre Eltern umgebracht habe, nachdem ich mich an den Mördern von Marie gerecht habe. Denn Bourne vergisst nie. Doch es stellt sich heraus, dass Treadstone nichts ist gegen Blackbriar. Von London reise ich nach Madrid, um einen CIA-Informanten zu treffen, aber er wird schon in Tanger in die Luft gejagt. Ich erwürge den Attentäter in einem weiteren epischen Faustkampf, dann reise ich nach New York, um das mit Blackbriar zu klären. Mit gestohlenen Akten konfrontiere ich Albert Finney, übergebe Joan Allen den Blackbriar-Müll und springe ins Wasser und werde für tot erklärt. Puh, ich denke, das reicht. Jetzt seid ihr bereit für Jason Bourne, ab 11. August im Kino.